Scheiße. Ich hab vergessen, die Audioausgabe umzustellen. Lulz. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggelware? Cállate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Traje los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Was eine Frechheit. Damit kann ich leben. Alter. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Warum? Aua, war das laut. Warum? Einerseits, warum ist der Scheiß immer so laut? Ich meine, ich kann nichts dagegen machen. Die Stimmen sind mega leise. Das ist eine Filmsequenz. Und die Waffe ballert dir einfach die Ohren weg. Verdammt, das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Ich glaub nicht. Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Boah, ey. Gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Moin, moin. Keine Ahnung. Hey. Kann man da was looten? Ach nee. Sackgasse. Das Fenster. Moin, moin. Hier, da. Jetzt wird's laut, Freunde. Jetzt wird's laut. Aber ich gehe davon aus, dass man mich immer noch relativ gut verstehen kann. Ich meine, ist eine Action-Sequenz. Ui. La la la. Ich versuche weniger ruckelig mit der Maus zu arbeiten, Freunde. Sorry. Hey. Du triffst wie... Ey. Du Blindschütze. Moin, moin. Ey. Lass mal gut sein. Toll. Ich folg mal Rave, ne? Rave. Ravensburg. Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Na los, bin schon da. Komm hoch. Nice, Junge. Ja, ist so. Hey. Ist nicht nett. Ich ging gerade die Leiter hoch, ja? Als ob. Da ist keiner. Wer hat denn da geschossen? Toll. Toll, Nate. Macht mal wieder alles kaputt. Hey. Komm auf die Fresse, Jungs. Geil, Alter. Sam. Bumm. Hey. Bumm, Junge. Und der nächste, bitte. Geil, Alter. Du schleißt dich nicht von hinten an.
Die Nummer hasse ich bei euch. Bei euch allen. Ihr Schweinebacken. Okay, wir müssen Rafe einholen. Wohin? Ich dachte, du vertraust ihm. Tu ich. Gewissermaßen. Okay. Er wird ohne uns abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Na los, nach dir. Okay. Genug. Alter, das ist nice. Sie sind überall. Okay, alles sauber. Raus aus dem Knast, ja. Ich hab nichts getan. Ich bin's hüngen, um zu sterben. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Schön, dich zu sehen. Leg uns die Leiter runter. Jawohl, Alter, komm. Danke. Fängt's gerade an zu regnen. Ich hab da einen Tropfen auf meiner Hand gespürt. Hui. Was ein Zufall, dass genau die Stellen auch nicht mit Stacheldraht ausgestattet sind, ne, Freunde? Ziemlich baufällig, euer Kackgefängnis. Hui! Sam, komm zu! Wow. Hör doch mal auf zu schießen, Junge! Sam, komm zu! Komm rüber! Ich zieh dich hoch! Jawohl, Alter, jetzt weg! Wie jetzt? Nein! Nein, festhalten! Hä? Sam! Die andere Hand! Los hoch! Nein! Sam! Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Geh doch hoch. Sam, ich komme, ich komme. Okay, ich muss weiter. Ist das laut? Ja, Alter. Ja. Gib mir die Mucke. Gib sie. Ja! Oh. Oh, der Soundtrack, es ist einfach würdig, dass man ihn so laut hat. Wirklich. An der Stelle, deswegen habe ich das Spiel ja so laut. Und ob der Soundtrack jetzt geclaimed wird oder nicht, ist mir scheißegal. Ich kann, also ich werde und will, oh, 15 Jahre später,
Ich will und werde mit YouTube eh kein Geld verdienen. Von daher gönnt euch das Geld für diesen nice Soundtrack. Ist mir scheißegal. Okay, jetzt auf dem Grund. 50. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein. Noch. Ah. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Kapitel 3. Ein Job. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Wenn ihr jetzt mal die Fresse halten könnt. Kapitel 3. Ein Job in Malaysia. Ihr Arschgeigen. Ja. Alter, das ist geil. Vergleich das jetzt mal mit der ersten Cutscene im ersten Teil. I mean, Alter. Ne, das war halt damals eine Cutscene, vorgerendert. Und jetzt ist das einfach. Das Aussehen von einer Cutscene, aber keine Cutscene. Ich kann hier rumschwimmen, Alter. Ja, Mann. Ist das geil. Ich will mich umsehen. Collectible. Geil. Oh, ich habe schon wieder einen verpasst. Nee. Ein Chiriqui-Schmucksnück-Hai. Ein süßer Hai. Ein süßer kleiner Hai. Nein. Hallöchen. Ich schwimme immer durch, ne? Ich bin keine Gefahr. Ich bin nur ein Mensch, der einen Treasure sucht. Höchstwahrscheinlich. Ich meine, 15 Jahre später. Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas von. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Kann man hier rein? Ui. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Und das hat einen Grund, dass ich gerade so leise rede. Also ich klebe gerade richtig vom Mikrofon, wie man bestimmt hört. Okay, dann mal los. So. Oh. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Boah, diese Beleuchtung einfach. Wow. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. I mean, diese Global Illumination, ne? Wenn ich die Taschenlampe gegen diese roten Bänder halte, dass dann hier oben die Decke auch noch rot erleuchtet wird. Diese Global Illumination ist schon echt. Das ist schon echt krank. Und glaubt es oder glaubt es nicht, in einer abgeschwächten Form gab es diese Global Illumination. Hatten sie einfach schon, weißt du, auf PlayStation 3 damals. Und jetzt ist es einfach so, Digga. Das ist schon echt. Weißt du, heutzutage ein Cyberpunk, ne, nutzt diese Technik auch. Und diese Leute wissen einfach, wie man diese Technik richtig einsetzt. Ja, klar, Cyberpunk hat zusätzlich noch Raytracing. Das hat jetzt Uncharted nicht. Aber ich meine, das sieht fucking gut aus. Das sieht einfach fucking gut aus. Cyberpunk ist da halt was anderes, ne? Du hast dynamisch wechselnde Tageszeiten, dies und das, Licht und so, ne? Uncharted ist ein festes Storygame, ja? Feste Tageszeiten, feste Beleuchtungen. Das kann alles... Das Raytracing kann man sich sparen. Weißt du? Das ist einfach so. So, hier unten ist eine Kiste, die gönne ich mir jetzt. Ich wollte halt nochmal loswerden, so als ne, Künstler, der auch mit 3D arbeitet. Ach, Mist. Die
Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hm. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Die Kiste, oder was? Nö. Hä? Welche andere Kiste? Hä? Bist du dumm oder was? Hier ist keine andere Kiste. Wow. Wow. Laderuckler oder was? Hör mal, ich habe meine Anzeigen nicht, ne? Ich habe hier CPU und Grafikkarte. Ich sehe nicht, ob irgendwie was... guck mal hier. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Drücken Sie wieder... Sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Drücken Sie wiederholt Leertaste, wie man gerade im Hintergrund hört. Das Ding wird langsam schwer. Denk dran, das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Mich nicht. Ich bleib hier unten, ne? Komm, tauch ab. Wie man einfach die Leertaste hört, wenn ich spreche. Ist gut, dass ich das, Noise Gate ist das, glaube ich. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Let's go. Ich war fertig, ne? Und nach unten. Moin, Freunde! Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Hat das geklappt? Oh. Okay, eins habe ich. Okay, nein. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Klack, warte dran. So, aber ich würde mir echt mal Sorgen um den Sauerstoff machen, ne, Nate, wenn ich du wäre. Also, ich bin ja kein erfahrener Taucher. Ich glaube mal, er weiß, was er tut, der gute Nathan. Oh. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Okay, mach Platz, wir heben ihn an. Ja? Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wow. Wir werden sehen. Wie, wir werden sehen? Ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Verarschen kann ich mich selber, ne? Das ist schon klar. Na los, komm schon. Geht doch. Richtig geil. Das ist echt. Huch. Oh Mann. Gut. Du bist komplett unterfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Wie jetzt? Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Ja, gut, sag komm. Mir, wenn du am Seil hängst. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, wirklich noch ein bisschen umsehen, aber... Ja... Ganz ehrlich, will auch wissen, wie es weitergeht. Ne? Also ich meine... Wird ja bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ihr Spiel spielt. Ein bisschen okay, was muss man sich auch aufbauen. Wird gemacht. Und aufwärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch denken. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Wie jetzt? Wir sind nicht irgendwie mitten im Atlantik oder... Wir sind einfach in irgendeinem fucking Fluss. Frisch aus dem Wasser, die Frisur sitzt. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Für Wetter, Drake. Bitteschön.
Ich meine, guck mal, wie perfekt die Frisur sitzt, Alter. Also, wen willst du hier verarschen? Oh, der Tank ist echt leicht. Ja, Mann. War ja auch lange unten, ne? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Erstmal unter Kollegen dissen. Nice. Läuft doch. Diggi, ich grüße deine Mutter von dir. Ne? Ja. Nice, nice. Ja, gut. Kumpel. Hey. Verkaufe dir was oder was? Digga. Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Da hinten ist Baumpunkt PNG. Nice, nice. Das sieht schon echt geil aus. Moin, moin. Hey, wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Geben Sie uns eine Stunde. Drücken Sie auf die Tube. Wir müssen Frachtschiffe durch. Keine Sorge. Dann dorscht der Führer, die nicht ihre Fracht verlieren, ne? Du Spacken. Moin, moin. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mm-mm. Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Wir gehen halt echt einem normalen Job und Alltag nach, oder was? Erzähl mir doch keinen. Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach.
Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Ja, ja. Sieht man. Krass. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ja, ja. Heftig, heftig. Ich glaube, wollen wir es machen, ne? Ja, so ein Scheiß. Ja, ja. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen.